Aufnahme. So, ich fahre jetzt hier gerade durch Neuenkirchen. Ich habe noch 7 Kilometer bis zum Mühe-Anleger. Im Moment überlege ich ganz ehrlich, ob ich dort ein Fischbrötchen esse oder ob ich richtig ins Restaurant gehe, stumpfes Gasthaus. Dazu möchte ich sagen, das stumpfes Gasthaus, das kenne ich schon. Ja, ich meine jetzt 11 Jahre. In den letzten 11 Jahren hat sich das zu meinem Lieblingsrestaurant entpuppt. Und das rustikale Küche, kleines gemütliches Gasthaus, alles rustikal gehalten, sehr schmackhaftes Essen und sehr toller Service. Ich habe das mal durch Zufall kennengelernt, bin hier mit dem Motorrad durch die Gegend gefahren. Das muss 2011 gewesen sein, kann auch früher gewesen sein, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, und es gab Zeiten, da war ich dort mit Frau und Kinder mehrfach, mindestens einmal im Monat. Und bin dafür extra hingefahren. Eine Reise ca. 140 Kilometer, muss man sich mal überlegen, dass man zum Essen fährt mit einer Anreise von 140 Kilometern. Also muss das Essen gut sein, sonst würde man das nicht machen. Und ich weiß es noch wie heute, am 6.06.2021 war ich das letzte Mal dort. Seitdem aus verschiedenen Gründen leider nicht mehr. Und ich überlege, ob ich eventuell doch heute hinfahre. Obwohl allein habe ich auch keine Lust dazu. Jetzt fahren wir mal zum Anleger, gucken, was da los ist. Wenn es da noch bekannte Gesichter gibt, wird man dann mit Sicherheit einen Kaffee trinken, vielleicht auch noch Fischbrötchen essen. Sollte da aber nichts mehr los sein, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir nun schon Mitte Oktober haben. Obwohl die Brötchenbuden werden dann mit Sicherheit noch geöffnet haben, hoffe ich jedenfalls zumindest eine. Sollte ich da also nichts kriegen, dann gehe ich rüber ins Restaurant. Das Restaurant ist, naja, ich sag mal vorsichtig, 150 Meter vom Lühanleger entfernt. Das ist genau gegenüber von dem, nee, genau gegenüber darf man jetzt auch wieder nicht sein. Wenn man vom Anleger wegfährt, links Richtung Finkenwerder und über die Hubbrücke überweg und dann sofort rechts, hinter der Hubbrücke sofort rechts rein. Ein kleiner Stichweg, den 70, 80 Meter folgen. Auf so einem Deich drauf ist der Weg. Und dann kommt man zu dem Restaurant. Das Restaurant hat auch einen eigenen Hafen an der Lühe und hat sogar einen kleinen Campingplatz für 5, 6 Autos. Gehört zum Restaurant dazu. Und das Restaurant hat auch Ferienwohnungen anzubieten. Für jeden zu empfehlen. Also wenn ich hier so durch diese Gegend hier fahre, dieser Baustil, diese kleinen Ortschaften hier, ich finde das einfach nur schick und schön. Das gefällt mir absolut. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, hier in eins dieser Häuser zu leben. Direkt am Wasser.
Aber naja, noch muss ich arbeiten. Und wo soll ich hier unvernünftige Arbeit finden? Dollar an, 5 Kilometer. Dort bin ich des Öfteren. Gerade vor wenigen Tagen war ich dort mit dem LKW. Da gibt es ein Betonwerk, wo ich ab und zu mal hinfahren muss. In Neunkirchen, Mittelkirchen habe ich auch schon mal einige Baustellen gehabt, die ich anliefern musste, wo ich Pflastersteine hingebracht habe. Hier kriegt man natürlich nasse Hände, wenn man hier mit einem 40-Tonner durchfährt. Und noch mit Anhänger dran hinten, ja, also das ist dann nicht mehr so der Hit. Und da muss man schon abgebrüht sein. So, aber warum der LKW da vor mir so fast stehen bleibt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Und dass ich jetzt so langsam fährt. Oh, da ist noch einer mit T-Shirt. Im Tanken war in Schesel. Da war dann ein junges Mädel, die war vielleicht 20. Die lief da tatsächlich in kurzer Hose und nackte Beine rum. Also habe ich auch gedacht, nee, also das muss ich jetzt aber auch nicht haben. Das ist doch ein bisschen kalt. Aber naja, das ist die Jugend von heute. Von Mars, das gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du mal ein bisschen Gas da vorne oder lässt uns hier mal vorbei. Das geht ja nicht, was du machst. Obstbaumschule Arnhold. Ja. LKW von einer Baustelle ist, dann gehe ich mal davon aus, dass der Fahrer auch nicht tagtäglich fährt, sondern jetzt nur mal so von Betriebshof, was weiß ich, wohin fährt. Zum Marktplatz oder sowas. Also jetzt ist aber Schluss. Oh, er fährt auf den Hof. Mal auf die schönen Häuser hier. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, gehört das hier zur Gemeinde, ist das Gemeinde Gründeich oder gehört das zur Stadt York oder sowas? Wie gesagt, habe ich da jetzt gar keine Ahnung. Und den Baustoffhandel. Ja, auf dem Navi kann ich die Elbe schon erkennen. Nami zeigt mir eine Bürgerei. Was ist denn eine Bürgerei? Ist das sowas wie ein Rathaus oder was ist das?
SR500 war das eben. Da war noch was Altes, aber da konnte ich nicht erkennen. Das R500 ist ja auch schon ein historisches Fahrzeug. Hier links in der Siedlung, hier war ich auch mal drin mit dem LKW. Mit Anhänger. Das ist auch so eine Siedlung, wo es dann nasse Hände gibt. Das ist dann doch ziemlich eng. Aber wenn ich da mit dem Anhänger unterwegs bin, ich habe ja nun die Möglichkeit und den ganz großen Vorteil, ich habe einen Kran auf dem LKW. Das heißt, wenn ich feststelle, ich komme durch die Straßen nicht durch, kann ich einen Anhänger stehen lassen, fahre ohne Anhänger weiter und mache die Maschine leer. Fahre dann wieder zurück und lade selbstständig mit dem Kran um vom Anhänger, nehme ich auf die Maschine und fahre ein zweites Mal zur Baustelle. Das ist ein ganz großer Vorteil. Aber da muss man auch immer Platz haben, wo man letztendlich den Anhänger hinstellt zum Umladen und man den Kran drehen kann. Das bringt mir gar nichts, wenn überall parkende Autos sind oder Bäume, dann kann ich den Kran nicht drehen. So, da ist die Zufahrt zum Blühanleger. Wenn man hier jetzt rechts über die Klappbrücke fährt, hier rechts am Leuchtturm vorbei, da ist die Klappbrücke, kann man vielleicht sogar sehen. Und dann direkt hinter der Brücke rechts rein. Da geht das zu dem Restaurant Gasthaus Stuppe. Und jetzt hier durch den Deich durch geradeaus ist der Lühanleger. Beim Motorradfahrer mit Sicherheit norddeutschlandweit bekannt. So, ich habe Hunger und schalte hier um. Fahren darfst oder nicht, erzählt uns gleich das Licht. So, oh, hier ist richtig was los noch. Alter Schwede, hab ich ja gar nicht mitgerechnet. Alles noch voll offen, da wunderbar. Und Motorräder stehen ja auch noch einige mehr. In die Ecke. Ich fahre ohne Incision von Felix. So. Ich bin da. Erst einmal tschüss. Aufnahme. So, ja, ich war eben ein Fischbrötchen essen. Das der Kaffee trinken am Lühanleger. Überraschend voll, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Hab dann auch nebenbei erfahren, dass heute offizielles Saisonende ist. Naja gut, die Motorradfahrer werden jetzt natürlich weniger und ich sage mal ganz vorsichtig, die Imbissbuden da oben, die leben von uns Motorradfahrern. Haben mich da circa eine Stunde aufgehalten. Aber unbekanntes Gesicht gesehen. Bekannt insofern habe ich gestern zum ersten Mal auf der Motorradtour gesehen und heute dort wieder.
Der Name ist mir im Moment nicht geläufig. Und ja, mit das ein bisschen unterhalten. War ganz nett. Und jetzt fahre ich der Nase nach Hause. Ich habe Zeit, mehr oder weniger. Es reicht, wenn ich um 19 Uhr zu Hause bin. Es wartet niemand auf mich. Das heißt doch, eigentlich wartet schon jemand. Mal schauen, was ich noch mache. Jetzt geht es erstmal Richtung nach Hause. Und dann gucken wir, wie der Tag weitergeht. Ich will jetzt aber auch nicht direkt nach Hause. Ich wollte eigentlich über Finkenwerder fahren. Wenn wir ein paar Flieger angucken, die da gebaut oder auch nicht gebaut werden. Oh, hier ist ein Bewässerungsteich. Die Plantagen. Den Teich habe ich auch noch nicht gesehen, obwohl ich hier nun ziemlich häufig hier lang fahre. Durchs alte Land fahren ist immer wieder was Schönes. Ob das zur Kirschblüte ist oder jetzt, eigentlich egal. Es ist immer wieder schön. Ja, ihr konntet das Schild eben nicht lesen. Ihr denkt jetzt, ich fahre jetzt hier verbotenerweise lang. Nein, das ist eine Sackgasse jetzt hier wohl und die Zufahrt ist hier frei bis zur Baustelle. Außerdem gibt es ja noch genügend Häuser, die müssen da ja alle hin und wieder weg können. Also man darf hier fahren, auch der Barriere, die eben auf der Straße war. Aufnahme. Ich bin in Estebrücke. Hatte eigentlich die Kamera kurz ausgemacht, aber habe mich dann irgendwie genötigt gefühlt, war die Kamera wieder einzuschalten. Ich kannte diese kleine Ortschaft nicht, habe den Weghinweiser durch Zufall gesehen, habe umgedreht und bin dann hier jetzt hergefahren. Und ich bin ein bisschen überrascht, wie klein und zierlich das hier alles ist. Irgendwie so idyllisch, irgendwie nicht alltäglich. Für mich jedenfalls nicht alltäglich. Und wenn ich das hier sehe, diese Häuser hier, aber das ist genau mein Geschmack. Eine Ortschaft am Rande von Hamburg. Ich glaube, das gehört zu York. Einfach phänomenal. Ich wollte hier nur umdrehen, bin einmal im Kreis gefahren. Jetzt fahren wir hier rechts weg. Keine Ahnung, wo das hingeht. Ups, da kommt ein Trecker, den wollen wir mal durchlassen. Ist das hier schön? Ist das hier schön?
Also Heinrich Osse. Dieser kleine Umweg hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Umweg. Ist ja nicht mal ein Umweg. Diese Straße wiederum kenne ich. Da wird eng. Da brauchen wir den dann mal durchlassen. Obwohl, das hätte ich eigentlich auch nicht machen müssen. Straßenbreit genug hier. Aber man will ja was gucken noch. Heigewitzka. Wenn ich jetzt diesen Straßenverlauf hier sehe, hier muss gleich ein gepflasterter Hof kommen. Hier habe ich mal Steine hingebracht. Guck mal, ob ich das wieder sehe. Hier in diesem Kurvenbereich muss das gewesen sein. Ich habe Schwierigkeiten gehabt abzuladen, weil ich hier die Straßen nicht sperren darf. Wenn ich komplett einen LKW ablade, brauche ich ca. 20 Minuten. Ich kann mich an diese Straße hier noch irgendwie so vage erinnern. Ein Obsthof. Hier wurde ein altes Haus renoviert. Ringsrum der Hof gemacht. Aber na, egal. Ihr seht ja selber die Straßen, wie weit die sind. Also wenn man hier mit einem 40 Tonner ist und da kommt ein PKW entgegen, muss der PKW ausweichen, dann muss runter von der Straße. In den meisten Fällen muss er dann rückwärts fahren. Blendet die Sonne hier so. Juckt meine Nase. Ah. Ja, so ist das, nicht, wenn man nicht guckt, ob da ein Auto kommt. Das kann doch mal böse ins Auge gehen. Das heißt, ein Auto, ob dort ein Fahrzeug kommt. Ich habe ja noch kein Auto.
neue Autobahn, die im Bau ist, oder ist der Abschnitt schon fertig? Nee, die ist noch im Bau. Ich glaube, die werden wir noch 20 Jahre brauchen, bis das Ding ja fertig wird. Ich glaube, ich bin ja noch nie gefahren. So richtig fahren kann man da ja auch noch gar nicht drauf. Viele Radfahrer hier unterwegs. Ja, mal einen Sonnenschirm mal runter machen, ja. So, wenn man jetzt dran vorbeifährt an der Fahrbahn, dann kommt natürlich ein Auto von vorne. Dann sagen wir, oh, da kommt keiner. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich bin. Buxtehude bin ich. Ich weiß nicht, ich fahre mal links rum. Nee, rechts rum. Zentrum. Altstadt, West, Parkplatz, Arsch. Schittelborn. Altes Land, Stadthaus. Stimmt, hier bin ich auch mal rumgefahren, da war ich auch mal drin. Ich glaube, hier war ich sogar mit dem Auto mal. Buxtehude Stadtzentrum ist auch sehr schön. Und Leute, wenn ich eins hasse, dann sind das rote Ampeln, wo ich stehen bleiben muss. Aufnahme. So, meine letzten Meter, bin ich zu Hause. Falls Fragen kommen sollten, ja, hier darf ich fahren. Ich muss das wissen, ich kenne mich ja aus, ich wohne hier. Ja. Waren heute wieder 300 Kilometer mit der kleinen Schwarzen. War zwischendurch auf dem Rückweg noch mal in Hütten gewesen. Aufnahme. So, wie ihr seht, bin ich zu Hause. Ich wollte wenigstens mal vernünftig zu Ende machen. Der Akku war schon wieder leer. Und ja, weiß nicht warum. Die sehen das ein halbes Jahr alt, einfach nur zum Kotzen. Ich schmeiß den Schrott raus und werde mir was anderes kaufen.
Gut, ich bin zurückgekommen. Heute waren es nochmal 300 Kilometer, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Jetzt kommt die Lütsche hier wieder in den Stall. Zu den anderen. Auch hier muss ich auch aufräumen unbedingt. Da steht noch ein Roller, den kriegt mein Sohn. Wahrscheinlich, jedenfalls habe ich zumindest für ihn gekauft. So 25 km/h gedrosselt. Im Januar wird er 15, dann soll er den haben, voraussetzt er hat den Führerschein. Ja, ich habe eben das Gerät nochmal Akku aufgeladen, kurz 15 Minuten angeschlossen, Kamin ist mittlerweile an. So, und dann wollen wir das gute Stück nochmal reinschieben hier. Dann machen wir mal ein bisschen was zu essen. Und dann den Abend ausklingen lassen. Um 4 Uhr klingelt der Wecker. Muss ich zur Arbeit. So. Komm, Kleine. Du wirst immer hier abgeschlossen. Du kommst auch mal mit rein. Die ist ja auch neu, die Rollei. Ich habe ja vorher eine GoPro gehabt. Die habe ich leider verloren, in Anführungsstrichen. Ich bin damit in Holland unterwegs gewesen und dann durch Steinschlag ist sie kaputt gegangen. Irgendwie Rollsplit aufgewirbelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ins Volle hat sie mal Knick gemacht. Da war sie kaputt. Als ich mir die Roller gekauft habe, heute mal einen kleinen Film gemacht zur Probe. Och, Simba, geh nach Hause. Bisschen was habe ich dir gegeben, aber komm mal her. Komm mal her, Simba. Geh mal nach Hause. Hm? Kommst du morgen wieder, kriegst du morgen wieder eine Kleinigkeit. Hm? Ja, der Kater, der kommt aus der Nachbarschaft, das heißt genau, vom Nachbarhaus. Aber er kommt immer zu mir betteln. Ob er zu Hause nichts kriegt, weiß ich nicht. Gut, wie dem auch sei, ich bin zu Hause, Film ist hiermit beendet. Und dann gucke ich mal, was ich alles bei YouTube hochlade. Bis denn. Ciao.